Moin moin Freunde zu einer neuen Folge. In diesem Jahr werden Kryptos wieder für viel Aufsehen sorgen. Wir konnten letztes Jahr sehen, wie oft es in den Schlagzeilen war. China-Verbot hier, US-Regularien da und. Und dennoch sind Kryptos stärker denn je. Trotzdem sollte man auf bestimmte Dinge achten, die bald passieren werden. In diesem Video schauen wir uns an, auf was ihr achten müsst in nächster Zeit. Besten Dank für eure Unterstützung. Ein Abo und ein Like sind immer gratis und helfen diesem Kanal immens. Und auch für die unter euch, die sich näher mit Kryptos befassen möchten, haben wir eine private Gruppe erstellt. Da bieten wir euch das beste Wissen zu Kryptos an, welche Kryptos ich selber kaufe und verkaufe. Ich zeige euch auch, wie man mit Kryptos passiv Geld verdienen kann und auch heiße neue Krypto-Ideen. Hier könnt ihr euch auch mit anderen austauschen und so perfekt vorbereitet sein fürs Investieren in Kryptos. Fangen wir an. Ganz vorne mit dabei ist der 12. Januar, Freunde. Die Inflation wird wieder auf dem Radar sein. Wobei der 12. Januar für die neuesten Daten des US-Verbraucherpreisindexes CPI abgekürzt für Dezember geplant ist. Die USA, eines der größten Wirtschaftsmächte der Welt, hat ja seit Corona eine starke Inflation angenommen. Das sieht man auch anhand der offiziellen US Bureau of Labor Statistics. Dies will die USA in diesem Jahr bekämpfen mit 3 Leitzinserhöhungen. Ganz einfach gesagt, Geld wird zu einem höheren Zinssatz ausgeliehen. Was wiederum schlechter für die Wirtschaft ist. Bitcoin wird in diesem Zeitraum volatil sein, sowohl durch die Volatilität der Aktienmärkte als auch durch scharfe Kurskorrekturen der Fed. Die erste Zinserhöhung wird voraussichtlich im März oder April sein. Bis jetzt war es eine nicht endende Party für die Aktienmärkte. Dies könnte sich je nachdem, wie hoch die Leitzinserhöhung ausfällt, drastisch ändern. Jedoch könnte dies für Krypto genau anders aussehen als für Aktien. Früher wandten sich Anti-Krypto-Investoren zunehmend an Bitcoin, um sich gegen Inflationssorgen bei Fiat-Währungen abzusichern. Ein Beispiel ist der in Ungarn geborene Milliardär Thomas Petterfi, der in einem Bloomberg-Bericht vom 1. Januar sagte, dass es ratsam wäre, 2-3% seines Portfolios in Krypto-Assets zu halten, nur für den Fall, dass Fiat zur Hölle fährt. Er soll 25 Milliarden Dollar wert sein. Und Petterfis Firma Interactive Brokers Group kündigte an, ihren Kunden Mitte 2020 Kryptohandel anzubieten, da die Nachfrage nach der Anlageklasse gestiegen ist. Das Unternehmen bietet derzeit Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash an, wird diese Auswahl jedoch diesen Monat um weitere 5 bis 10 Coins erweitern. Und auch die Meinung einer meiner Vorbilder beim Investieren würde ich euch gerne zeigen. Der Gründer von Bridgewater Associates, Ray Dalio, ist ohne Zweifel ein Milliardär, der letztes Jahr enthüllte, dass sein Portfolio einige Bitcoin und Ethereum enthielt. Diese Enthüllung kam nur wenige Monate, nachdem er die Eigenschaften von Krypto als Wertaufbewahrungsmittel in Frage gestellt hatte. Nein, Freunde, fangt nicht an, ihn zu hassen. Es zeugt von Stärke, wenn man sich Fehler eingesteht, sogar als einer der besten Investoren der Welt. Er hat seine Haltung nun geändert und betrachtet Crypto-Asset-Investitionen als alternatives Geld in einer Welt, in der Cash Trash ist und die Inflation die Kaufkraft untergräbt. Ray Dalio ist dafür bekannt, dass er Fiat-Geld als Trash, also Müll, bezeichnet. Zum Teil hat er auch recht, wenn man sieht, wie hoch die Inflation ist. Ende Dezember kommentierte Dalio, dass er von der Dauerhaftigkeit von Krypto beeindruckt war, bevor er sagte, Bargeld, das die meisten Anleger für die sichere Investition halten, ist meiner Meinung nach die schlechteste Investition. Und hier nochmal, er sagt, Bargeld ist keine Investition. Man kann eigentlich nur mit der Zeit verlieren. Und falls ihr auch Fans von Ray Dalio seid, hinterlasst mir ein Abo und ein Like. Anscheinend ist Ray Dalio auch großer Fan von YouTube-Kanälen abonnieren, habe ich gehört. Und jetzt zu einem anderen berühmten Investor. Der milliardenschwere Hedgefondsmanager Paul Tudor Jones kaufte letztes Jahr auch Bitcoin und bezeichnete den Schritt als Absicherung gegen die Inflation. Pandemie-induzierte Konjunkturpakete haben weltweit zu wirtschaftlichen Turbulenzen geführt, deren Folgen jahrzehntelang anhalten könnten. In den Vereinigten Staaten liegt die Inflation mit 6,8% auf einem 40-jährigen Hoch. Da sind die meisten von uns nicht mal auf der Welt gewesen. Dies hat zu einem Anstieg des Verbraucherpreisindex geführt, da die Kosten für Güter des täglichen Bedarfs weiter steigen. Ganz einfach, alles wird teurer. Die Milliardäre sehen bereits die Gefahrenzeichen bei Fiat-Währungen und Zentralbankmanipulation und wenden sich zunehmend Kryptoassets zu. Im Jahr 2022 könnten mehr wohlhabende Investoren in ihre Reihen aufgenommen werden, wenn sich der Trend fortsetzt. Man sieht, dass die besten Investoren der Welt ihre Meinungen langsam ändern. Ich hatte es immer schade gefunden, dass Ray Dalio, dessen Bücher und Strategien ich gelesen habe, so negativ gegenüber Krypto war damals. Doch ich hoffe, ihr merkt langsam, dass sogar die reichsten und besten Investoren der Welt Fehler machen. Kein Investor ist perfekt oder weiß, wie die Zukunft aussieht. Hätte Ray Dalio vor 5 Jahren gewusst, dass Krypto so stark steigen würde,
Hätte er früher investiert? Ihr müsst euch das mal vorstellen. Ihr seid ein Gründer von dem größten oder eines der größten Hedgefonds der Welt, das Milliarden von Dollar verwaltet. Ihr habt die besten Tools, die besten Berater, ihr habt wortwörtlich alles, was es braucht, um gute Analysen zu machen. Und dennoch war es nicht möglich, das vorherzusehen. Freunde, wir haben einen Computer zu Hause, mit dem wir recherchieren und das war's. Und die haben verdammt nochmal Abteilungen mit dem besten Informationsnetzwerk der Welt und dennoch war es ihnen nicht möglich. Das nächste Mal, wenn ihr denkt, ihr seid ein schlechter Investor, denkt daran, niemand ist perfekt und jeder verliert Geld oder verpasst Gelegenheiten. Doch auch wie bei Ray Dalio ist es nie zu spät. Er hat sich gesagt, ich bin vielleicht nicht der Erste bei der Party, aber ich gehe trotzdem hin. Und zum Abschluss möchte ich euch das hier zeigen. Wir haben ja am Anfang über die Leitzinserhöhungen und die Inflation geredet. Ihr wisst ja, kurzfristig sorgen furchterregende Zahlen für schnelle Crashs. Und vor allem sieht man das sehr schön bei Kryptos, obwohl es eigentlich gut für Kryptos sein sollte. Whartons Finanzprofessor Jeremy Siegel teilte seinen Ausblick für verschiedene Märkte, die seiner Meinung nach Anleger in diesem Jahr haben sollten. Seine Forschung konzentriert sich auf Demografie, Finanzmärkte, langfristige Vermögensrenditen und Makroökonomie. Er wurde nach Gold und Rohstoffen als zukünftige Investitionen gefragt. Und er stellte fest, dass Gold enttäuschend war und betonte, dass es eine Tatsache ist, dass die junge Generation Bitcoin als Ersatz für Gold betrachtet. Der Professor meinte, seien wir ehrlich, ich denke Bitcoin als Inflationsschutz hat in den Köpfen vieler jüngerer Anleger Gold ersetzt. Digitale Münzen sind das neue Gold für die Millennials. Alte Leute erinnern sich an die 1970er Jahre. In dieser Inflationszeit stieg Gold in die Höhe, diesmal aber nicht mehr. Professor Siegel ist auch der Ansicht, dass Anleger ein Engagement in Rohstoffen haben sollten, was seiner Ansicht nach durch Investitionen in Schwellenmärkten erfolgen könnte, die rohstoffsensibel sind. Der Finanzprofessor sprach weiter über die Inflation, über der er mehrfach Bedenken geäußert hatte. Anscheinend warnt er schon lange, dass die Inflation steigen wird. Die Fed und die Finanzbehörden haben es soweit übertrieben, insbesondere die Fed in Bezug auf die Liquidität, sagte er. Die Fed wird ihre Anhebung viel häufiger vornehmen müssen, als der Markt erwartet. Ich finde das, was er über die neuen Generationen sagt, verdammt akkurat. Er hat recht. Die jungen Leute investieren nicht in Gold, die kaufen sich selbstverständlich Kryptos. Und ich kann mir auch vorstellen, weshalb. Das beantworte ich euch mit zwei einfachen Fragen. Denkt ihr, ihr werdet schnell reich mit Gold? Oder denkt ihr, ihr könnt schnell reich werden mit Kryptos? Die Antwort ist, man macht mehr Geld mit Kryptos. Und so denken viele. Weshalb rennt jeder wohl Memecoin-Hypes hinterher? Und in Zukunft wird das nicht anders sein. Kryptos sind viel beliebter als normale Finanzprodukte. Hier sehe ich auch die größte Stärke, dass viel Geld reinfließen wird. Von jüngeren Leuten. Um es mal abzuschließen, kurzfristig würde ich genau aufpassen, wenn wir die neuen Zahlen haben am 12. Januar. Aber langfristig sehe ich nach wie vor Kryptos als eins der lukrativsten Finanzprodukte, die es gibt. Das war's für heute. Ein Abo und ein Like würde mich stark unterstützen. Besten Dank fürs Anschauen. Und bitte beachtet, dass ich kein Finanzberater bin. Ich teile nur meine Ansichten. Macht immer eure eigenen Recherchen, wenn ihr Kryptowährungen oder Aktien kaufen wollt. Alle meine Informationen sind strikt für Bildungszwecke. Ich übernehme keine Haftung für entstandene Verluste oder Gewinne. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Investieren Now.